Und wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von The Legend of Zelda The Wind Walker in HD, beziehungsweise 2K bei mir. ja. Wir haben jetzt endlich den Masterschlüssel und stehen hier eigentlich kurz vorm Endboss mit 3 Herzchen. Ich bin mal gespannt. Okay. Brauchen wir einmal die Stiefel. So, wir müssen natürlich jetzt darüber kommen durch die wunderschönen Windapparillos da vorne. Komme ich natürlich nicht einfach so nach vorne. Geil. Das Ding reagiert schneller, scheinbar. So, einmal bis ganz nach vorne. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das hier so sein muss. Okay, hier reicht eigentlich ein so ein Ding, sehe ich gerade. Doch nein, doch nicht das. So, genau, das reicht da eigentlich auch schon. Warum will der Alster hoch? So, dann kann man das andere nämlich auch aufhalten. So schnell bin ich noch nie gerannt. Alles klar. Hol mal unsere kleine Rübe und los geht's. Ich bin ein Titan. Unter mir bebt die Erde. Sieh dir das einmal an. Oh. Sag mal, hey. Geh doch. Oh Junge, ich weiß gar nicht mehr, was hier für ein Endgegner ist. Irgendwie schon vergessen. Ich meine, wenn ich ihn sehe, dann fällt es mir dann logischerweise wieder ein, aber ich bin echt mal gespannt. Oh, hier könnte es mal wieder eine Fee geben. Rubine. Ich wollte erst Ringe sagen, aber Ring ist natürlich verkehrt. Zwei Stück. Wunderbar. Wie traurig die guckt. Bist eh schneller wieder draußen, als du denkst. Hab ja nur 3 Herzchen.
Weißt du, die gucken so traurig. Wenn du kurz vorm Sterben bist, helfen sie dir aber und tun dich so gesehen wiederbeleben. Hast die ganze Traurigkeit wieder vergessen? So, wir haben zwei Feen. Wunderbar. Damit kann man wieder was anfangen. Wir brauchen auf jeden Fall das. Vielleicht brauchen wir auch das. Ich weiß es nicht. Und wir nehmen mal die Stiefel. Ach ja, und speichern logischerweise. Bevor noch irgendetwas passiert. Fortschnetzen. So, wir sind bei 5,5 Minuten. Los geht's. Ich meine mich zu erinnern. Oh je. Weiß ich noch, wie das funktioniert? Interessant, wie der Sand immer höher geht, aber ich trotzdem oben drauf bleibe. Uralte Maschine. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen muss. Gut, schauen wir mal. Ach ja, klar, natürlich. Okay. Eieiei. Jetzt habe ich nicht aufgepasst gehabt. Komm her, mein Freund. Eine kleine Zungenbehandlung. Ich bin der neue Babysitter, komm her! Ui, 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 ui. Kommt her, ihr kleinen Wüstlinge! Ging doch besser als gedacht. Wie gesagt, die Endgegner, Endboss sind irgendwie gar nicht so schwierig bei dem Spiel. Da fand ich sogar Breath of the Wild schwieriger. Yippee-oh-yay! Gemastert. Mein Schwert wird auch gleich gemastert, dann wird es ein Masterschwert. Ein Herzcontainer. Juhu. Sehr schön. Ich mach mich mal wieder weg.
Da freut sich unsere Rübe. Da maßt er mir mal das Schwert auf. Bereit? Summ. Am Abschluss cool. Ein gemastertes Masterschwert. Das Masterschwert hat seine alte Stärke zurückerlangt. Die Stärke des Bösen zu verbannen wurde ihm nun inne. Nunmehr ist es das wahre Schwert für einen Helden. Jawohl. Werter Freund von Lyria, damit wäre die alte Stärke des Masterschwertes, das Böse vom Antlitz der Welche verbannen, vollständig wiederhergestellt. Okay. Auch mein Vorfahre ist bestimmt darüber überaus erfreut. Ich verbleibe somit hier im Tempel und setze meine Gebete fort. Du, schreite bitte durch das Licht und kehre auf die Oberwelt zurück, werter Freund von Lyria. Auch meine Gebete sind mit dir. Möge die Macht mit dir sein. Oder Gebete. Wie auch immer. Wuhu. Verstehe, dann ist die verwunschene Bastion also bereits. Oh Mann, was sagt man dazu? Ist der Verlassener hier als meinen drei Cousins von ihren Frauen? Es ist so still geworden hier, man könnte sogar einen Kieselstein umfallen hören. Jüngchen, Jüngchen, du machst hier ein Gesicht wie 7 Tage raues Seegang. Die Monster sind weg, wie wär's, wenn du dich mal ein bisschen freust? Von mir, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Seitdem uns wir... Entschuldigt. Bei dem Zwischenfall, bei dem war Lugano hat in Flammen aufgehen lassen, fehlt oberhalb des Meeres jede Spur von ihm. Und nicht nur das. Seine monströsen Schergen, die um Garnos Stützpunkt die verwunschte Bastion patrouillierten, sind auch bis auf den letzten Mann verschwunden. Doch ist momentan meine größte Sorge, wie es um Zelda steht. Von hier, finde alle Triforce-Blätter und begebe dich auf dem schnellsten Weg nach Hyrule. Du schießt nicht. Ich bin nicht da. Scheiße! Ah! Okay. Tja, brauchen wir ja die Karten hier, ne? Nein. Terry-Karte. Wahnsinnskarte. Berühren, um zu öffnen. Gut, das sieht man jetzt hier leider nicht. Okay, wir haben so gesehen ganz rechts von uns. Ein Triforce-Splitter. So gesehen. On board. Da, wir müssen hin. Okay, ist natürlich ein bisschen lasch der Wind. Natürlich, damit ihr es nicht so langweilig habt, manchmal auf Pause werden wir segeln und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir am Ziel angelangt sind. Bis gleich. Ich bin wieder hier. Hier regnet es irgendwie ziemlich heftig. Voll die Seeschlacht hier.
War ja eben gerade so ein Gewitter da. Hatte ich gedacht, hier wäre was. Okay. Na gut. Dann reisen wir noch ein bisschen weiter. Bis gleich. Okay, an sich sind wir jetzt eigentlich schon da. Da hilft schon das Fischi. War mein letztes Futter. Friss es. Was war denn da für eine Insel? Hey Jüngchen! Ich weiß Bescheid, genau. Her damit. Was gibt's hier für ein Geheimsaft dieser Insel? Ja, da meinen sie, das Karte soll hier ein Vorsplitter sein. Oder zumindest eine Karte dazu. Jungchen, schon mal was von Gold im Dreifuß gehört? War wohl irgendein Piratenkapitän oder was weiß ich. Jedenfalls soll sein Schatz hier auf dieser Insel versteckt sein. Aber die Türme ragen hier so steil auf, da kann man unmöglich raufklettern. Schon eine Idee, wie du da heraufkommen willst, Jungchen? Das wär's soweit von mir. So, da muss ich doch jetzt selbst erstmal wieder ein bisschen gucken. Okay, die nerven erstmal so ein bisschen. So, machen wir den da auch noch platt. Das trifft nicht. Geht doch. So, das muss ich echt erstmal überlegen, wie ich da irgendwie nicht hochkomme. Ich will das Ding wieder wegmachen. Geht doch. Wie kommen wir da hoch? Okay, da ist jetzt das Spiel wie wirklich wieder viel zu alt. Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Also er ist die Lenker und lässt zu wünschen übrig. Okay, das will nicht gehen. Okay. Da haben wir es doch. Wieder Gewitter. Aber ich sehe nirgendwo das, was ich vermute bei dem Gewitter. Oh, blaues Schleimchile. Heute mal wieder ein anderes Item. Ein Bumm nach dem anderen. Zum Glück hat jemand hier Palmen oben drauf gepflanzt. Oh, was haben wir denn hier oben? Gibt's sowas noch? Wie bei Ocarina of Time? Einmal eine Bombe und bums ein Loch? Nee. Alles klar. Müssen wir wohl hier rein. Oh, wir sind schon bei 20 Minuten, sehe ich. Jupp, wir sind richtig. Na dann speichern wir mal und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also übermorgen zurück bei Legend of Zelda mit
The Windwalker in HD, 2K, beziehungsweise mit mir von Gameplays als Hobby auf der Jagd nach Triforce spielt dann jetzt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo und eventuell ein Follow auf Twitch. Da bin ich auch mal wieder am Stream. Ja, Namen seht ihr da unten stehen. Danke auf jeden Fall und auf Wiedersehen. Tschüss.